Servus, grüßt euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei YouTube Extra vom Backpacker Wellness. Wunderbar. Herr Weitler ist auch wieder da, ganz klar, mitten aus dem Wald. Und ich habe gerade ein paar Meter weiter einen Beitrag gemacht, und zwar ein Loadout von 2019. Und habe am frühen Morgen gleich einmal eine Umfrage gestartet bei Instagram, fragt den Weitler. Da könnt ihr mir ja Fragen stellen, wo es euch auf dem Herzen liegt. Hab schon wieder unzählige reingekriegt. Ich kann natürlich nicht wieder alle beantworten, aber ihr wisst ja, ich mache das jetzt öfter, und von dem her fragt sie mich einfach immer wieder, und dann kommt auch mal eine Frage dran. Ich würde sagen, starten wir gleich einmal mit der ersten Frage. Und zwar hat mir die Jana Punkt geschrieben. Tach, Herr Weitler, ich wollte mal fragen, mit welcher Brennpaste du den Notkocher M71 befüllst. Den Notkocher M71 habe ich ja schon sehr, sehr, sehr lange und befülle den immer wieder. Kauft man nicht jedes Mal neuer, ist ja ein Schmarrn. Ich mache es ja so, Jana, ich fahre einfach zum Sonderpostenbaumarkt und kaufe mir die billigste Brennpaste, die es gibt, für 4 Euro einen ganzen Liter. Und die funktioniert sehr gut. Ist eine grüne Brennpaste, ich weiß leider den Hersteller jetzt nicht. Aber die macht nichts anderes wie andere Brennpasten. Die funktioniert, wenn es arschkalt ist, die funktioniert, wenn es warm ist. Es läuft auch nichts aus vom M71, wenn ich einen Rucksack transportiere. Von dem her, kauft einfach wirklich eine günstige, und da fährst mit Sicherheit sehr gut. Ja, mein Wasser kocht langsam, freue mich jetzt drauf, ein schöner warmer Tee. Ich bin schon seit dem frühen Morgen unterwegs, da waren alles weißgefrorene draußen, und jetzt brauche ich mal was Warmes, weil die Sonne kommt auch nicht so richtig raus, aber der Tee wird mich jetzt wärmen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Frage, und zwar schreibt der Günni: Könntest du dir ein Leben wie Sean James oder Drew Robinette vorstellen? Also den ersten Sean James kenne ich nicht einmal. Tut mir leid, würde wahrscheinlich ein sehr bekannter YouTuber sein. Aber ich schaue fast gar nicht YouTube, von dem her weiß ich nicht. Drew Robinette kenne ich schon, habe mir früher öfter mal angeschaut. Ja, du meinst wahrscheinlich ein Leben als YouTuber, so wie es die machen. Wenn ich ehrlich bin, könnte man das sehr, sehr gut vorstellen sogar. Und wäre sehr schön, wenn das klappen würde. Aber wenn man ehrlich ist, mit meinem kleinen Kanal ist das sehr, sehr schwierig. Und ob mein Kanal jemals so groß wird, das bezweifle ich. Ich setze schon Hoffnung, dass er wächst, ganz klar. Deswegen mache ich das auch, weil es mir Spaß macht. Und weil ich natürlich auch ein Wachstum haben möchte. Klar, jeder mag ein bisschen Erfolg haben, wenn er was macht. Und ja, das wäre unheimlich schön, wenn ich so leben könnte. Aber wie gesagt, mein Kanal, glaube ich, wird sich wahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin, bei 30.000, 50.000 irgendwann einpendeln, und das war es dann wahrscheinlich, weil ich einfach nicht die große Zielgruppe ausspreche. Also ich spreche nicht international Englisch oder ich spreche nicht Hochdeutsch. Viele schreiben mir, dass ich mal reden lernen sollte, und es ist eine Affensprache, wo ich spreche, und so weiter und so fort. Geht mir gar nicht nahe, überhaupt nicht. Ich bin sehr stolz, dass ich ein Bayer bin. Ich versuche natürlich schon ein bisschen so zum Reden, dass die meisten verstehen, ganz klar. Und durch mein Berufsleben, ich war ja sehr, sehr viele Jahre in Minga unterwegs, also in München. Und von dem her habe ich meinen niederbayerischen Dialekt unbewusst abgelegt mit der Zeit. Ich möchte da gar nicht Hochdeutsch sprechen, weil ich finde, man sollte zu seinem Dialekt stehen, wo man spricht. Und das ist auch sehr wichtig. Nur so ist man auch, also authentisch und real und wirkt ehrlich, und das möchte ich auch beibehalten. Aber die Frage ist gut. Wenn es sich ergibt, würde ich es sehr gerne machen. Natürlich mit einer Unterstützung, anders geht es ja gar nicht. Und ihr unterstützt sie mir eh schon brutal. Also von dem her sage ich ein ganz klares Ja, würde ich machen. Ja, nächste Frage jetzt von KVN-Gier91. Wurdest du schon mal bestohlen im Wald, als du Feuerholz etc. holen warst, oder andere krasse Probleme? Ja, also bestohlen bin ich noch nie geworden da draußen. Dass ich mal hin und wieder was verliere, auch sehr selten. Und wenn, dann finde ich es wieder, so wie heute, meine Flaschen. Die es nicht wissen, schauen Sie das Video Loadout an, da habe ich das erklärt, was da passiert ist. Aber so bin ich noch nie bestohlen worden. Ich habe öfter meine Ausrüstung schon stundenlang liegen lassen irgendwo. Natürlich nehme ich Wertgegenstände wie jetzt die Kamera mit.
Und alles, was wert ist, nehme ich schon mit. Das mag ich auch am Mann dran, ganz klar. Aber so ist mir noch nie was gestohlen worden. Da, wo ich bin, haben da keine Menschen nicht. Und sonst andere krasse Probleme? Nö. In letzter Zeit treffe ich immer mehr Jäger und so und Förster. Das passiert mir zurzeit öfter. Aber ich mache ja nichts. Ich sitze da draußen und filme und mache ja nichts kaputt oder sonst was. Und ich kann das sehr gut erklären. Ich bin ja jetzt da nicht irgendwie auf die Jäger oder so schlecht zu sprechen und rede gleich blöd daher oder so, dass mir der nichts zum Sagen hat. Das mache ich nicht. Ich versuche das Gespräch zu finden und ja, nicht zu führen, aber halt einfach einen gemeinsamen Nenner zu finden. Und dann klappt das eigentlich ganz gut. Und sonst habe ich noch keine Probleme gehabt in der Hinsicht. Fällt mir jetzt eigentlich nichts ein, außer dass ich mich verletzt habe oder so. Dass ich irgendwelche Tieren begegnet bin, aber sonst eigentlich nicht. Da kann ich eigentlich nicht viel sagen dazu. Der Woodpecker klopft sich uns da hinten. Ja, dann die Frage von Outside Seeker Vogtland. Servus, eine Frage: Hast du bei deinen Touren ein Notfallset fürs Angeln mit dabei? In meinem Loadout habe ich es halt nicht dabei gehabt, aber in den Sommermonaten habe ich immer ein kleines Set dabei. Entweder in einer Filmdose drin oder da gibt es verschiedene Döschen und Aufbewahrungsschatullen, wo man das gut reintun kann. Empfiehlt sich auf jeden Fall, dass man sowas dabei hat. Natürlich muss man sich im Klaren sein, wenn man es hernimmt, ist Schwarzfischen. Ich habe ja einen Angelschein, von dem her brauche ich das nicht, dass ich Schwarzfischen gehe. In der Jugendzeit war es was anderes, ganz klar. Haben wir uns aber nie erwischen lassen. Und von dem her brauche ich es nicht unbedingt, aber ich habe eins dabei, falls wirklich irgendwas schief gehen würde. Gerade wenn ich im Ausland unterwegs bin oder so, habe ich was dabei und habe so schon was gefangen. Kannst du meine Videos anschauen. In Amerika zum Beispiel haben wir da ein bisschen was raus, davon die Seen. Und auch in Norwegen habe ich da so gefangen. Also von dem her, da gibt es immer was, da haben wir ein bisschen was erwischt. Übungssache. Aber ja, habe ich fast immer dabei. Ja, ist jetzt gleich fertig mein Tee. Dann schauen wir mal. Ja, der Simon Per03 schreibt: Servus, hast du nicht Angst vor dem Fuchsbandwurm, wenn du im Wald Bären oder so isst? Ja, das haben sie uns auch in der Jugendzeit ziemlich eingebläut, das Ganze mit dem Fuchsbandwurm, da war es vielleicht noch ein Thema. Aber in Deutschland habe ich da eigentlich überhaupt keine Bedenken nicht. Und ich glaube, es gibt auch keinen bestätigten Fall von Fuchsbandwurm die letzten Jahren in Deutschland. Weltweit sterben sehr viele Leute am Fuchsbandwurm oder erkranken daran. Bei uns machen wir da überhaupt keine Gedanken. Und ja, will ich auch nicht machen. Wenn meine Zeit gekommen ist, dann ist es gekommen. Aber ich glaube nicht, dass ich durch den Fuchsbandwurm stirbe. Aber ist eine berechtigte Frage, sollte man sich vielleicht ein bisschen genauer informieren drüber. Aber nein, ich habe da keine Bedenken. Ja, dann machen wir die nächste Frage, und zwar von Karl Fiebig. Was sind deine Lieblingsschuhe im Sommer? Ich mag unheimlich gern die Hikes Athletics, habe in verschiedene Varianten daheim und die haben den Sommer einfach wirklich Hammer. Okay, wenn man jetzt ein schweres Gelände geht, sind sie jetzt nicht geeignet, ganz klar, aber so als normaler leichter Wanderschuh, sage ich mal, leichter Outdoor-Schuh ist er wirklich sehr gut. Er ist auch relativ hoch, also atmungsaktiv, wasserdicht, hat Gore-Tex-Membran, ist ein Textil-Ledermix-Schuh, top. Also ich trage fast nichts anderes. Bin nicht Sponsor von Hikes, möchte gern, aber klappt nicht. Aber trotzdem mache ich gern Werbung dafür, weil es wirklich ein gutes Produkt ist, gerade der Hikes Athletics. Sehr guter Schuh. Das ist mein Lieblingsschuh. Traumhaft. Ein schöner warmer Tee. Schön kühle raus. Wunderbar. Ja, nächste Frage. Ja, vom
Swampony. Swampony. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Wie viel Kilo Gepäck hast du circa bei einer Tour für einen Tag oder Nacht dabei? Ja, ihr wisst ja, ich habe immer sehr viel dabei, weil ich sehr viel probieren mag und immer meine Lager sehr gemütlich einrichten. Und da liege ich meistens irgendwo bei 20, 25 Kilo. Davor sind mindestens 2 Liter Wasser dabei. Ihr habt ja gesehen, dass ich Touren mache im Sommer mit wenig Gepäck. Das wird auch nächstes Jahr im Jahre 2020 umgesetzt. Also macht mir unheimlich Spaß, mit wenig Gepäck unterwegs zu sein und nur das Nötigste dabei haben. Sehr geil. Aber meistens so 20, 25 Kilo. Kommt da öfter mal vor, dass ich mehr dabei habe. Aber ich sage jetzt einmal, mehr als 30 Kilo habe ich eigentlich sehr seltener dabei. Das habe ich hinter mir. Die Zeiten habe ich früher gehabt, da war ich teilweise mit 40 Kilo unterwegs. Ist aber schmarrn, weil da macht die ganze Tour keinen Spaß mehr. Außer man ist jetzt wirklich 2,20 Meter Prügel und hat die Kräfte dazu, dass man das über lange Strecken bewältigt. Da gehöre ich nicht dazu. Ich bin ein kleiner Mann. Und von dem her gelangt mir 30 Kilo maximal in die Haut rein. Aber so 20, 25 Kilo habe ich für einen Tag und eine Nacht meistens dabei. So arbeitsfrei, weiß ich. Oh ja, das sind so viele Fragen. Wahnsinn, ich kann nicht alle beantworten, tut mir wieder leid. Also. Aber der Heiko Gründel, weil der hat mir jetzt schon mal geschrieben. Heiko, servus. Du hast geschrieben, also nun diese bescheidene Frage nochmal hier. Wann hattest du das letzte Mal einen Anzug an? Also das richtige Anzug mit passende Schuhe dazu und Hose und Krawatte und Hemd habe ich das letzte Mal angehört, glaube ich, auf meiner Hochzeit. Das ist schon ein paar Jahre her. Und da habe ich diesen Anzug bei C&A gekauft für 800 Euro. Nicht, weil mir der Tag nichts wert ist, sondern weil ich kein Anzugträger bin. Ich renne schon immer so umeinander, so wie jetzt ungefähr, auch privat. Nicht so viel Camouflage, da habe ich mir gedeckte Farben an. Aber ich habe ziemlich das gleiche auch privat an und fühle mich da sehr wohl. Und wenn ich einen Anzug anhabe, ja, macht auch was her, definitiv. Ich habe jetzt zur Taufe, wo ich eingeladen war, eine Jacken angehört, so einen Anzugjacken, aber eine Jeanshose dazu. Ich fühle mich da einfach wohler. Ich bin jetzt nicht der Anzugträger, ich weiß, das macht einiges her. Schaut fein aus, schaut stark aus, braucht man nicht reden. Aber ich bin jetzt knapp 41, wie es jetzt nächste Woche. Und mag das bis jetzt noch nicht und ich weiß nicht, ob ich es irgendwann mag. Und das glaube ich nicht. Also ich habe, mein Anzug ist mehr so eine Trachtenjacken, also ich habe so einen Janker an, so eine Jägerjacken, wie man sagt. Also mir sagen wir Janker dazu. Und das ist auch schon sehr fein und das schaut sehr gut aus und da fühle ich mich auch sehr wohl. Aber Anzugträger bin ich nicht und es ist schon lange her, dass ich einen getragen habe. Und ich glaube, ich werde auch so Anzug, direkt komplett Anzug, nicht tragen. Ja. Jetzt eine Frage von Sabit96. Hat gefragt, wie schaffst du es immer so entspannt in deine Videos zu sein? Ja, bin schon immer ein bisschen ruhigerer Typ und entspannt. Bin nicht immer entspannt, ist nicht immer der Fall, also der Schein drückt. Ich habe gelernt, Gefühle zu unterdrücken, sich so zu geben, wie es manche Menschen gern singt. Ja, es ist schwierig. Ich habe Zeiten in meinem Leben gehabt, die wo überhaupt nicht schön waren. Sehr, sehr schwere Zeiten. Da mag ich jetzt nicht rumjammern oder rumweinen da. Aber es waren Zeiten dabei, wo ich nicht so schön waren. Und da habe ich einfach gelernt, das zu überspielen. Aber im Grunde bin ich ein sehr entspannter Mensch und genieße die Ruhe und liebe die Ruhe vor allem. Und die Einsamkeit, vor allem allein zu sein. Da kann ich so sein, wie ich mag. Und viele, die mich kennen, kennen mich als lustigen Menschen oder halt auch ein bisschen als komischen Menschen, der wo ein bisschen komisch ist, der wo ja, introvertiert ist. Bin sehr introvertiert. Sehe ich jetzt nicht negativ, überhaupt nicht. Bin so wie ich bin und will mich auch nicht ändern. Aber im Großen und Ganzen kann ich dir den Tipp geben, geh einfach in die Natur raus, geh regelmäßig raus, wirklich einmal wöchentlich und du wirst merken, du wirst mit der Zeit weitaus entspannter sein.
Und das ist, ja, ist einfach Balsam da heraus für die Seele. Das ist einfach so. Okay, ich hoffe, die Frage habe ich einigermaßen beantworten können. Ja, das Divo Krauter hat mir geschrieben, und zwar: Hast du eigentlich noch andere Hobbys und was arbeitest du? Ja, also das mit der Arbeit, schaut euch bitte die Videos an, wo ich zuvor gemacht habe, Frage und Antwort. Da bin ich auf das Thema Arbeit eingegangen, das interessiert ja sehr, sehr viele und ich möchte das nicht immer wieder sagen. Ja, ich habe meinen Job übrigens an den Nagel gehängt, also ich arbeite nicht mehr im Sicherheitsbereich, habe beruflich eine komplette Neuorientierung mittlerweile und eventuell wieder zu einem ein paar Worte sagen. Ich war sehr lang im bewaffneten Sicherheitsdienst und ja, mag jetzt auch nicht viel drüber reden. Gibt es auch nicht viel zum sagen. Aber was hast du eigentlich noch für andere Hobbys? Hobbys, das reicht. Das reicht mir vollkommen. Ich habe früher so viele Hobbys gehabt und habe alle weggeklickt, abgelegt und habe mich auf dieses hier spezialisiert und brauche kein anderes mehr. Das ist eigentlich mein absolutes Hobby. Ich mache noch ein bisschen Sport, bei Weitem nicht mehr so viel wie früher. Ich war früher wirklich sportsüchtig. Ich habe extrem viel Sport gemacht. Das ist schon mehr in den Leistungsbereich gegangen. Mittlerweile sind teilweise, dass ich im Monat noch 3-4 Mal zum Sport gehe. Öfter mal mehrfach, ich kann es nicht sagen. Also es ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wie es mich freut. Aber so extrem betreibe ich den Sport nicht mehr. Ich mag einfach nur ein bisschen fit bleiben noch und das reicht mir. Genau, und sonst habe ich eigentlich keine Hobbys mehr. Ne? Es ist ja eh fein. Ich meine, es ist Bushcraft, Survival, Auto allgemein, es ist Reisen, es ist Videoschnitt, es ist die Filmerei, Fotografie auch ein bisschen, aber mehr Videografie. Und das sind eh schon sehr, sehr viele Hobbys, das reicht schon. Ja, ich würde jetzt sagen, eine Frage mache ich noch, weil ich möchte ja die YouTube-Extra-Videos sehr kurz halten, nicht allzu lang. Und da schauen wir jetzt noch ganz kurz durch, was ich noch drin habe. Und zwar, das ist eine sehr interessante Frage. Ihr hört es übrigens, da hinten sind jetzt Holzfäller, die kommen immer ein bisschen näher, aber da wird momentan ordentlich ausgemistet. Und von dem her hört man das wahrscheinlich jetzt ein bisschen. Okay, die Yps lackiert, hat man geschrieben. Wenn du ein Baum sein könntest, welcher wärst du und warum? Da habe ich mir jetzt auch noch nicht so viel Gedanken gemacht. Tiere, macht man sich da mehr Gedanken, was man für ein Tier ist. Also Tier, da gehöre ich definitiv mehr zu den Raubkatzen, glaube ich. Mehr so Luchs, Puma und Eichhörnchen mit Eule gemischt. Finde ich sehr, sehr interessant, die Tiere. Alle Tiere sind interessant, aber die haben ganz spezielle Sachen, die mich interessieren. Und Baum? Da dachte ich jetzt auf Anhieb, wo ich sagen, habe ich noch nie jemand gefragt. Übrigens, das ist eine coole Frage, deswegen mag ich es auch beantworten. Aber ich hätte jetzt gesagt, eine Birke. Eine Birke ist nämlich ein Pionierbaum und der kann eigentlich überall wachsen. Egal wo, der wächst auf Müllhalden, der wächst im Wald, der wächst überall, der wird ziemlich alt. Es ist ein sehr starker Baum, die Birke. Also auch vom Wirkstoff her sehr gut. Also schaut sehr schön aus. Also Birke, sei es jetzt eine normale Birke, es gibt ja glaube ich 40 oder 50 verschiedene Arten von Birken. Es gibt ja die Sandbirke, es gibt ja eine Fjellbirke und so weiter und so fort. Also Birken sind sehr vielfältig. Ist eine coole Frage. Kann man sagen, eine Eiche? Eiche ist auch sehr cool. Es ist jeder Baum schön. Ulme, alles. Also, aber ich hätte gesagt, auf Anhieb eine Birke, warum? 100% kann ich es nicht genau begründen, warum, aber eine Birke auf jeden Fall. Ja, coole Frage. Und somit, würde ich sagen, beenden wir die YouTube-Extra-Serie wieder. Es kommt wieder eine, es kommt immer wieder eine. Ich schaue, dass ich es oft mit einbaue jetzt, dass es vielleicht auch wöchentlich klappt. Und da könnt ihr mir immer wieder Fragen stellen. Und bitte stellt mir es öfter, wenn ich die Aufrufe mache. Mir hat schon jemand geschrieben, ja, du beantwortest meine Fragen nie. Es sind so viele, ich kann nicht auf jeden eingehen. Aber ich versuche es Stück für Stück in den nächsten Zeiten alles abzuarbeiten. Und somit würde ich sagen, danke fürs Zuschauen bei YouTube Extra und wir singen wir uns. Der Weidler sagt, pfiat euch, geht's raus, entspannt, lasst es euch gut gehen, habe ich ein.